Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute schauen wir uns nochmal das Dr. Wack Sprühwachs an. Ich habe ja noch die Testflasche, das Testprodukt, und wir belasten das heute mal hier mit unseren vier Kandidaten. Ich habe einmal mitgebracht den alkalischen Betelgeuse Squeezer, sehr, sehr starker und zuverlässiger Insektenentferner. Dann habe ich hier noch den Dr. Wack hauseigenen Insektenentferner mitgebracht, einfach mal als neutralere Variante. Dann haben wir hier einen Flugrostentferner mit dabei. Ich habe mal den K2 Roton Pro mit am Start. Viele denken immer, das ist nur ein Felgenreiniger, aber Leute, vorrangig ist das ein De-Ironizer, ein Flugrostentferner. Natürlich auch super für die Felgen nutzbar. Und ja, unsere kleine Waffe. Und zwar das Meguiar's Wash Plus. Und da werden wir mal schauen, wie gut dieses Sprühwachs hier diesen Produkten standhalten kann. Und da können wir auch gut Rückschlüsse ziehen, wie stark ist das auch im Verhältnis zur Konkurrenz, zum Beispiel zum Brilliant Shine Detailer, ADBL Synthetic Spraywax und so weiter. Deswegen heute mal hier der Einzelbelastungstest auf dem Dr. Wack Sprühwachs. Wir tragen das hier nochmal gemeinsam auf, lassen das ein bisschen aushärten und dann gehen wir hier mit unseren vier Kandidaten drauf. Das wird richtig interessant. Los geht's hier mit dem Video. So, dann können wir auch schon loslegen hier. Am Anfang muss man das natürlich auch auftragen und habe ich hier die Motorhaube schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe die auch nochmal ein bisschen poliert hier auf den größten Flächen, damit wir auch wieder eine halbwegs vernünftigere Lackoberfläche haben. Und an den Rändern haben wir immer noch ein paar zerkratztere Flächen für ein paar Tests. Aber ich denke mal, das wird das Wachs hier überhaupt nicht interessieren, beziehungsweise das Sprühwachs. Wir sprühen es mal gemeinsam auf. Wichtig ist immer vorher nochmal kräftig durchschütteln, ganz klar. Und dann schnappt ihr euch ein kleines Tuch, 40x40, randlos am besten. Auch da sind nochmal ein paar unter dem Video verlinkt. Und jetzt geht's los hier mit dem Dr. Wack Sprühwachs. Zwei Sprühe ins Tuch. Und jetzt für die ganze Motorhaube 7 Sprühe hier insgesamt verteilt. Ihr braucht wirklich nur einen ganz, ganz dünnen Sprühwachsfilm. So, und jetzt gehen wir hier einmal ganz grob drüber. Ich verteile das einmal. Hab ja auch ein bisschen was im Tuch drin. Und dann steigt mir auch schon der angenehme Duft in die Nase. So, dann machen wir nochmal eine Bahn zurück. Das ist jetzt das grobe Verteilen. Und da braucht ihr wirklich nicht viel. Also 6-7 Sprühe hier für die ganze Motorhaube. Es geht voll in Ordnung. So, jetzt haben wir wieder diese leichten Schlieren. Und jetzt wechseln wir sozusagen auf eine frische Tuchseite. Und ich versuche das mal genau hier auszupolieren, wo auch ihr hinschaut. So, sehen wir hier leichte Schlieren. Und die sollten nach kurzer Zeit vollständig verschwinden. Schauen wir nochmal nach. Ah, seht ihr das, wie schnell das ablüftet? Also funktioniert sehr, sehr gut. So, und jetzt mache ich das hier noch großflächig auf der ganzen Motorhaube. Und da habt ihr auch schön gesehen, dass es dann von allein relativ schnell ablüftet und super auch funktioniert. Ich muss mich mal hier ein bisschen abstützen. So. Sehr, sehr schön. So, und das war's. Also ihr seht auch hier schön klar vom Bild, auch hier oben. So, und hier oben können wir auch nochmal schauen. Da seht ihr hier, man verteilt noch leicht diesen Film, aber umso länger man hier das verteilt und dann läuft das hier komplett von alleine ab. Also sehr, sehr schön. Ich lasse es jetzt ungefähr noch eine Stunde hier in Ruhe aushärten und dann gehen wir mit den Produkten drüber. Bis gleich. So, dann bin ich wieder zurück und ich denke mal, das konnte jetzt auch lange genug hier aushärten. Und dann brauchen wir mal 4 Testbereiche und das sollte ja jetzt hier nicht das Problem sein. So. Ich denke mal, die sind auch groß genug, dass wir hier schön auch die Unterschiede sehen. Und dann fangen wir hier auf der Fläche drüben mit dem alkalischen Insektenentferner an von ADBL, dem Betelgeuse Squeezer. Sehr, sehr schneller und sehr starker Insektenentferner. Lassen wir mal 2-3 Minuten einwirken. Daneben nutzen wir mal von Dr. Wack selbst den Insektenentferner hier, das Insektenentferner Gel CW1:100. Sieht man schon mal die Unterschiede hier beim Spray, dass der gelartige Reiniger hier ein bisschen mehr vernebelt werden muss. So, dann haben wir hier auf Fläche Nummer 3 K2 Roton Pro den Flugrostentferner. Der hat einen sehr schönen Spray hier, wie man sieht. So, auch der drauf. Und am Ende kommt natürlich das Wash Plus. So, dann mache ich mir hier ein bisschen Shampoo-Wasser aus dem Handschuh aufs Auto und dann einfach ein bisschen Wash Plus hier auf den Petzolds Waschhandschuh, wirklich bloß so ein ganz kleiner Punkt und dann gehen wir hier mal drüber. So.
Dann schauen wir uns das mal an. Was ist so eure Vermutung? Wird der alkalische Insektenentferner das Sprühwachs anlösen? Der neutralere von Dr. Wachs selbst? Flugrostentferner oder Wash Plus? Was sagt ihr? Können wir ja mal gerne uns jetzt anschauen, wenn wir hier das alles runtersprühen. So, also der alkalische Insektenentferner, was sagt denn ihr? So stark hat das gar nicht angegriffen, oder? Das perlt ab wie Sau, muss man ganz klar sagen. Ein paar kleine Tropfen bleiben zurück, aber ich denke mal, das ist bei 95% jetzt und das ist wirklich ein sehr starker Insektenentferner gewesen. Also echt krasses Ergebnis. Schauen wir mal hier nach. Richtig stark. Oh, das sieht doch besser aus. Also das hat definitiv besser hier standgehalten bei dem neutraleren. Aber hier sieht es auch noch echt gut aus. Gehen wir mal schnell hier drüben weiter. Also Flugrostentferner. Sehen wir hier schöne lange Ablaufbahn, nichts drauf. Also auch der hat hier das Sprühwachs nicht angegriffen nach dem ersten Durchgang. Sehr, sehr schön. Und jetzt hier drüben. Okay, das Meguiar's Wash Plus hat genau das, was wir erwartet haben, gemacht. Hat es komplett entfernt. Also hier sehen wir einen richtig dicken Wasserfilm drauf. Und das ist jetzt nicht irgendwie Restshampoo oder so, sondern es ist wirklich komplett entfernt. Also, war zu erwarten. Wäre natürlich cool gewesen, wenn es standhält, aber eigentlich auch cool, dass es nicht standhält, weil dann wissen wir, mit was wir hier arbeiten können, wenn wir es entfernen wollen oder die Reste. K2 Roton Pro auf dem Sprühwachs überhaupt kein Problem. Also das ist absolut top. Hier drüben. Auch sehr, sehr, sehr stark. Und jetzt schauen wir nochmal hier drüben. Eigentlich auch nahezu fast perfekt. Also hier ist eigentlich mal so 95-90% und das ist ja wirklich ein sehr, sehr starker Reiniger. Das muss man ganz klar dazu sagen. Hier für mich bei 100%, hier auch 100% und hier als komplett runtergelöst. Wir machen auch nochmal eine zweite Runde. Jetzt wieder ein bisschen Wasser auch mit dabei, aber ich versuche echt so gleichmäßig aufzusprühen, dass es überall Reiniger auch drankommt. Zweite Runde. Also richtig stark. Also ich bin echt sehr, sehr überrascht hier von dem Produkt. Und es ist ja noch die Testvariante. Ich hoffe natürlich, dass auch die Endvariante dann auch so stark ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt Dr. Wack hier das Team das nicht irgendwie noch schlechter macht, weil es lässt sich ja schon gut verarbeiten und funktioniert auch super. So, und hier machen wir nochmal den K2 Roton drauf. Ist natürlich jetzt ein bisschen Produkt auch Verschwendung, aber ich muss ja die Tests für euch machen und ihr wollt die ja auch sehen. Deswegen lassen wir es auch mal hier so mit drauf. Wir haben jetzt die Fläche hier drüben, ist ja komplett sozusagen frisch und neu. Da können wir ja auch nochmal das testen, wenn wir das hier auf nassen Lack auftragen. Das ist jetzt nochmal hier das Dr. Wack Sprühwachs auf sauberem Lack, auf eine nasse Lackoberfläche aufgetragen. So, auch hier. Das geht auch richtig gut. Also ihr könnt auch später mal als Trockenhilfe definitiv nutzen. Wir können auch mal schauen, ob wir das verdünnen können. Oh, jo, jo, da komme ich wieder auf Ideen, Leute, oder? Wie weit kann man das Sprühwachs dann verdünnen? Das ist, glaube ich, die nächste Frage, die ich mir jetzt hier schon stelle. Und ich denke mal ein paar auch von euch. So. Lass mal dann auch wieder in Ruhe ablüften. Aber jetzt kann ich es nicht eine Stunde aushärten lassen, ganz klar. Wir lassen es jetzt nur 1-2 Minuten oder so ablüften. So, und auch hier wieder schnell aufzutragen und schauen wir uns das mal an. Zeit ist vorbei, ich versuche mal wieder alles halbwegs gleichmäßig abzustrahlen. Na,
Ja, wir haben so ein paar kleine Bereiche, die langsam anfangen hier dann nachzulassen. Aber es ist echt ein sehr, sehr starker Reiniger. Ich sage es noch einmal. Und für diejenigen, die den Reiniger noch nicht kennen, schaut euch gerne mein Testvideo dazu an. Der hat richtig Kraft. Also nach so einem Reiniger sollte man auch wieder frisches Produkt eigentlich rauflegen. Aber auf keinen Fall runtergelöst, sondern denk mal so bei 85-80% noch. Aber man sieht, es baut halt immer weiter langsam ab. Aber es ist völlig okay bei dem starken Reiniger. Wie sieht es hier drüben aus? So, ich habe jetzt einfach mal komplett alles abgestrahlt und ich kann euch eins sagen, also das hier sieht richtig stark aus, hat sich eigentlich gar nicht verändert. Wir schauen nochmal. Also Perlen, ultra fein, super rund, hier drüben läuft es schon runter. Hier sieht man es auch nochmal, also für mich immer noch bei locker über 90%. Sieht echt sehr, sehr gut aus. Also so ein neutralerer Insektenentferner, der arbeitet dann auch zuverlässig, wenn ihr hier doch Insekten drauf habt. Wenn die natürlich eingebrannt sind, müsst ihr vielleicht auch mal ein bisschen polieren und dann lässt sich das Produkt halt wieder super schnell rauflegen. Hier läuft so ein Tropfen nach unten und komplett weg. Problemlos. Wie sieht es hier drüben aus? Also, als hätten wir hier gar nichts gemacht. Sehr, sehr starke Leistung. Also, absolutes Kompliment hier von meiner Seite aus. Und hier drüben natürlich frisch aufgetragen. Ohne jetzt große Aushärtezeit, da haben wir natürlich auch eine schöne Performance, aber lasst es wirklich immer noch ein bisschen aushärten, bevor dann in den nächsten Regen fahrt. Also sehr, sehr stark. Wollen wir noch eine dritte Runde machen im Schnelldurchlauf? Los geht's. Das Problem, was ich jetzt habe, ich glaube nicht, dass es beim K2 Rothorn und beim Dr. Wack Insektenentferner jetzt hier viel angreift. Ich denke mal hier eher beim ADBL, beim Beetlejuice Squeezer wird es dann schon langsam immer stärker angegriffen, aber hier, soll ich hier nochmal was rauflegen? Wir können es machen, aber Leute, ich glaube nicht, dass jetzt hier irgendwas passiert. Also das lohnt eigentlich gar nicht. Also der ist sehr, sehr gut hier am Start. So, und dann haben wir noch K2 Rothorn. Aber auch da, wie gesagt, da wird nichts passieren hier. Und wir können ja hier drüben auch nochmal den isopropanolhaltigen Reiniger von Sonax nutzen. Greift der hier vielleicht das Sprühwachs an, können wir uns auch mal anschauen. So, dann legen wir mal los. Und ich denke mal, man kann es dann langsam erkennen, also so ein paar Rückstände bleiben dann doch. Ich denke mal, wir sind noch so bei 60-70%. Und hier muss ich ganz klar sagen, hier sieht man schon die ersten Defizite. Ja, deutlich zu sehen. Also das mindert dann irgendwann die Leistung solcher starken alkalischen Reiniger. Wie sieht es hier aus? Also aus dem eigenen Hause absolut top. Daumen nach oben. Reicht aber jetzt hier auch auf der Fläche. Wir schauen mal hier drüben nach. Problemlos, oder? Sieht super aus. So, und jetzt bin ich echt gespannt, wie es hier drüben aussieht. Ah, da sieht man doch schon, so ein Isopropanol-Vorreiniger macht schon ein bisschen Angriff. Ja, auch hier schön im Vergleich zu sehen.
Gut, ich denke mal, das reicht hier für den Belastungstest. Sehr, sehr erstaunliche Ergebnisse und auch super hier zu sehen, dass es halt sehr gut auch standhalten kann. Natürlich den starken Reinigern am Ende irgendwann nicht mehr, aber das ist ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Es wäre natürlich immer schön, wenn wir noch Produkte haben, die das auch zuverlässig dann entfernen. Deswegen auf zum Fazit. Und ich bin echt einfach eurer Meinung gespannt, was sagt ihr zur Belastbarkeit vom Dr. Wack Sprühwachs? Und meiner Meinung nach hat das echt gut durchgehalten. Und hier muss man auch ganz klar Abstriche machen. Fangen wir erstmal mit den Kandidaten an, die es wirklich angegriffen oder auch richtig abgelöst haben. Das Meguiar's Wash Plus nach einem Durchgang wirklich komplett nahezu 100% entfernt. Hier muss man aber sagen, damit wäscht man nicht jeden Tag sein Fahrzeug. Das ist wirklich dafür gedacht, um ja stärkere Verschmutzung vom Fahrzeug runterzubekommen und halt auch ideal, um solche ja, Reste zu entfernen. Also deswegen nicht jeden Tag damit waschen oder jedes Mal an der Spraybox damit waschen, sondern wirklich gezielt nur nutzen, wenn ihr irgendwas richtig schön entfernen wollt. Dafür ist es echt ein absoluter Geheimtipp, also sollte man definitiv mit dem Inventar mit drin haben. Beim ADBL Beetlejuice Squeezer nach einer Runde war eigentlich nichts passiert. Sah sehr, sehr gut aus. Nach der zweiten Runde konnte man schon so ein bisschen erahnen, dass es langsam losgeht. Und nach der dritten Runde hat man dann schon ein paar Flecken gehabt, wo es dann nachgelassen hat. Aber auch hier muss ich ganz klar sagen, das ist so ein Reiniger, der ist nicht dafür ausgelegt, auch vom Hersteller selber von ADBL, dass ihr hier regelmäßig damit euer Fahrzeug sozusagen von Insekten befreit und eure ja, leichte Sprühversiegelung hält der Sache stand. Das ist wirklich so ein Reiniger, der ist einfach dafür ausgelegt, alles komplett zu reinigen und im Anschluss legt ihr halt wieder eine Versiegelung drauf und da sagt der ADBL auch hier zum Beispiel, das Synthetic Spraywax dann direkt danach wieder komplett frisch drauflegen, fertig. K2 Rotoren Pro, Flugrostentferner hier auf dem Lack, hat super geklappt. Und da müsst ihr jetzt immer selber entscheiden, ob ihr so ein Produkt auch auf dem Lack verwendet, wie oft oder ob ihr dann auch knetet oder direkt poliert. Also so ein Flugrostentferner funktioniert definitiv sehr, sehr gut und greift hier das Sprühwachs eigentlich überhaupt nicht an. Also selbst nach den ganzen Runden hier null. Die Perlen sind super rund, super schön klein und rutschen hier super über die Lackoberfläche. Top. Also da überhaupt nichts eingebüßt von einer hydrophoben Eigenschaft her. Der rauscht dann da unten ohne Probleme. Also sehr, sehr schön rund und hoher Tropfenwinkel. Hier habe ich nochmal einen Zusatztest gemacht, das ist mir während des Videos so ein bisschen aufgefallen, wir können das mal mit testen, also das Sonax Profiline Paint Prepare, also so ein ja, isopropanolhaltiger Vorreiniger kann das hier schon wirklich gut entfernen, vor allen Dingen auch Reste, das ist auch sehr, sehr gut, dass das funktioniert und damit arbeitet man ja auch nicht regelmäßig an der SB-Box, aber es ist vielleicht ein Mittel, wo man hier Reste von dem Produkt mit entfernen kann. Also sehr durchmischt, auch sehr beeindruckende Ergebnisse, aber auch nachvollziehbare Ergebnisse und deswegen muss ich ganz klar sagen, es ist ein sehr schön standfestes Sprühwachs. Und da bin ich gespannt, wie sich das in Zukunft auch gegen die Konkurrenz schlagen wird. Da werde ich ja dann mit dem fertigen Produkt auch nochmal ein paar Tests durchführen. Wenn ihr noch weitere Videos mit diesem Produkt sehen wollt, dann gerne unten die Videovorschläge in die Kommentarbox. Vielleicht wollt ihr auch nochmal einen Vergleich sehen oder so. Schreibt es gerne unten rein. Ich brauche da euer Feedback für neue Videoideen auch mit dem Produkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich sehr. Und Glocke aktivieren, Abo dalassen. Ihr kennt das Spiel. Bis zum nächsten Video oder Livestream. Euer Sebastian. Haut rein. Ciao.